Ja, das ist ein Pinzgau. 4x4 Militärfahrzeug, also respektive Feuerwehrfahrzeug mit mega Kraft. Voll ausgestattet mit Helm und Leiter und Benzinkanisterersatz und ja. Recht stabil, recht massiv. Mit Ersatzreifen hinten drauf. Schau mal, diese fetten Reifen. Da kriegst du wirklich jedes Hindernis gestemmt. Und der hat auch Kraft. Mit diesem Pinzgau, da ziehst du jetzt alles raus. Der ist so cool. Ich habe das selten gesehen in Rot als Feuerwehrfahrzeug. Der wird jetzt wahrscheinlich aber bei Fahrt genutzt. Auch hier die Schaufel drin. Ein wunderschöner Pinzgau. Innen durch noch im Original Militärgrün, ja, der wurde mal nachgespritzt anscheinend. Sogar die Sitze sind Militärgrün. Der hat noch eine Funkanlage drin, für CB-Funk. Die alten Armaturen und hier ist irgendwie zuschaltbar Allrad und Einzelradaufhängung und was auch immer, dass der alles Funktionen bietet. Hinten hat er das Riffelblech oben drauf. Das ist richtig cool. Ein Fahrzeug, das für die Ewigkeit gebaut wurde. Und die sind auch richtig teuer, diese Pinzgauer. So dem Nummernhalterschild anzusehen, ist der wahrscheinlich noch eingelöst. Und der hat auch das Zweiklanghorn. Und vorne auch noch eine Rockinger Kupplung, um mal einen Karren aus dem Dreck zu ziehen oder je nachdem ein Auto abzuschleppen oder ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Der ist richtig cool gemacht. Braucht bleifreie Benzin, aber wahrscheinlich nicht zu wenig. Er wird wahrscheinlich nicht unter 20 Litern fahren. Aber das Fahrvergnügen mit dem ist einfach speziell, oder? Du hast so viele Fenster, so gute Aussicht. Und es ist halt noch ein Fahrzeug, wo man so hier ein bisschen kennt, von Militärzeiten und so. Nebenan habe ich noch eine wunderschöne alte Vespa gesehen. Im schönen Grün. Ja, tolles Fahrzeug, ja. Das ist aber ein PK. PK Vespa.